Komisch, dass ich mich schon wieder Jahre nicht gemeldet habe, irgendwie so. Tut mir leid. Ne? Warum entschuldige ich mich eigentlich immer? Ach, egal. Zu was für einem Scheiß bin ich wieder jetzt gekommen? Ja, so Pocketbike, mal so NATO-grün lackiert, weil ich noch was von einem Projekt übrig hatte. Naja, egal, hallo Leute, willkommen zurück zu einem Video meinerseits. Damals für 30 Euro in der Pocketbike geschossen. Da war ganz Anfang vor 3 Jahren oder so, wo ich angefangen habe zu schrauben. Da war halt wirklich auch so ein Standardmotor drin, ne? Und dann habe ich mir mal auf Alibaba so ein Big Bore Nachbauzylinder bestellt. Nur leider ist er noch nie richtig gelaufen. Aber ich habe eine Idee, warum's. Ne? Erstmal, diese scheiß Motorblock, wo ich hier benutzt habe, das sind so viele kacke Winde abgebrochen. Zudem, ich verstehe auch nicht warum, das Ding hat so viel Kompression, dass ich das Ding, wenn ich schnell anziehe, das macht nichts und rattert einfach durch. Eine dickere Fußdichtung drauf gemacht. Obwohl ich es nicht wollte, weil ich eigentlich mehr Kompression wollte, weil ich extra schon so eine scheiß Vollwagenkurbelwelle drin habe. Ja, okay, es war in einem 30-Euro-Set dabei, aber. Ja, und dann habe ich mir irgendwann nochmal den Vergaser hier geholt. Vorher, wo es komplett normal noch war, da lief die auch so 50, ne? Aber jetzt gucken wir mal, was wir aus der Scheiße hier noch rauskriegen, weil jetzt habe ich mir noch eine Sache besorgt. Natürlich, Alibaba gibt auch Motorhelfen her. Und solche Ranzdichtung. So ein kleiner Leak für was anderes noch. Huch. Das wären zwei Motorhelfen von Alibaba. Da mache ich zwei FAG-Lager rein vom Mofa C3-Lager. Habe ich noch übrig von einem Überholsatz. Bei Motorhälften habe ich für 10 Euro auf Alibaba geschossen. Habe jetzt innen, weil da halt irgendwie so eine Scheiße noch drin war. Klar, das ist vielleicht ein bisschen, um eine glattere Oberfläche zu kriegen. Aber ich vertraue dem nicht so. Deswegen habe ich das hier noch ein bisschen mit Tausender ausgeschmirgelt. Damit es einfach wirklich trotzdem glatt bleibt. Aber diese ganze Rotze da drin, das richtig eklige Beschichtung da drin, lecker. Funktioniert trotzdem. Die Dinger drehen ja eh hoch genug wie ein Kettensäge. Also passt es. Gut, was ich jetzt zuerst machen werde, ist den Scheißdreck da ausbauen. Naja, vielleicht ist von euch jemand noch was aufgefallen. Ja, da habe ich ein fettes Stück Rohr genommen. Eine Herkulesflöte. Ein etwas dickeres Rohr, wo ich noch gefunden habe, wo ich irgendwie zurechtgedengelt habe. Und da habe ich meinem Vater gesagt, tüttel mir das mal zusammen. Und dann ist hier ein kleiner Auswurf entstanden. Ganz am Anfang hatte ich auch mal die Idee, okay, wir nehmen den Originalkrümmer von dem und haben einen alten, verrosteten Kackauspuff drauf gebastelt. Noch von meiner Herkules. Hat echt gut funktioniert eigentlich. Hat schon was an Drehmoment gebracht. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, das Ding fährt eigentlich eh nur auf der Straße. Außer, dass damals ein Kollege gedacht hat, wo wir am Acker gewesen sind. Jo, komm, das Ding, das hält es doch bestimmt aus. Ich fahre damit über den Acker. Fehlanzeige natürlich. Da hinten ist auch die Verkleidung gerissen. Danke, Linus. So, jetzt kommen wir mal zurück. Hier ist der Motor. Da ist auch tatsächlich so eine popelige Zündkerze für einen, eigentlich im Prinzip auch für einen Viertaktmotor, wo gerne noch in Viertakt-Rollern verbaut werden, GY6, was weiß ich was. Den Motorblock, klar, die Dichtung hier habe ich mal selber geschnitzt, aber da ich jetzt keinen Bock mehr drauf habe, habe ich mir jetzt einfach so einen Dichtsatz für 3 Euro geholt. Und jetzt baue ich den Ali mal auseinander und baue die Innereien wieder hier rein. Sudele, die neue Lager sind drin. Jetzt werde ich mal die Kurbelwelle noch ein bisschen säubern. Und dann kann ich, denke ich, schon wieder die Kurbelwelle reinsetzen. Klar, so ein, zwei kleine Schäden. Eine Schäde, so Abnutzung hier. Eine Kurbelwelle kann ich halt schon sehen. Aber was erwartet man von so einem Billo-Motor, ne? Aber wenigstens ist sie ein bisschen stabiler als die Original. Und da glaube ich schon, dass es mal bisschen mehr Kompression aushält. Wenn nicht, dann verhagelt es mir halt den Motor. Was ich jetzt auch noch machen werde, ist etwas Dichtmasse auftragen, aber eine ganz, ganz dünne Schicht, damit wir einfach wirklich noch eine etwas klebrigere Ding haben, damit die Dichtung nochmal richtig sitzt. Gut, die Stifte, wo hier wieder reinkommen, das halten die dann auch wieder richtig. Aber machen wir es mal sicherheitshalber mit.
Sorry. Jetzt ist ein ganz kleines bisschen Dichtmasse noch drauf. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen antrocknen. Und dann kann ich schon die Dichtung wieder drauf pappen und die Kurbelwelle einsetzen. Kurbelwelle habe ich jetzt hier wieder so ein bisschen sauber gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen Öl. Seidenbacher Hanföl. Muss natürlich noch in die Schmierschlitze ein bisschen reinmachen, dass da wieder ein bisschen vorgeölt ist. An sich selbst an die Lager. Gut, die Zimmerringe setze ich dann nachher, wenn der Motor zusammen ist, oder halt die Hälfte auf jeden Fall schon mal zusammen mit der Kurbelwelle. Setze ich die Zimmerringe rein, kann ich die Lager ein bisschen fetten. Der Öl, Zimmerringe fette ich dann nachher noch ein bisschen. Jetzt kann ich mal die Dichtung noch draufsetzen. Jetzt kann ich die von außen nämlich abschneiden dann. Und Kurbelwelle. Wenn das jetzt dann schon mal zusammen ist, dann können wir wieder die Motorgehäuse-Schrauben nehmen. Bei mir waren es jetzt halt solche Kackschlitzschrauben leider. Ich mache die gleich nochmal ein bisschen sauber. Und die kommen dann hier rein zum Festschrauben. Einfach alles nach Gefühl festschrauben. Das ist ein Pocketbike-Motor, die Hilfe trotzdem. Wobei sagen wir, wenn jemand für den kleinen Scheißer hier irgendwelche Daten findet, der kriegt einen Orden von mir. Niemals gibt es da irgendwelche Newtonmeter-Angaben. Dass die Schrauben ein bisschen besser halte und ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen rumklebt da unten. Ihr kennt doch diese blaue Scheiße, die da ist. Auch Loctite, klar. Aber ich mache jetzt halt ein bisschen Dichtmasse dran, dass es ein bisschen hängt. Aber mehr auch nicht. So. Schraube sind fest. Wenn sich die Kurbelwelle nachher so dreht. Schön sachte und leicht und gut. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, wie gesagt, der Zylinder ist eigentlich so gut wie gar nicht gelaufen. Sieht deswegen auch gut aus. Ich werde jetzt noch einmal eine Hohnbürste durchjagen. Neuer Kreuzschleif ist da. Oh, die neue Fußsicherung ist etwas dicker als die, wo ich damals zugeschnibbelt habe. Kolben ist drauf, Kolbenklipsen drauf. Jetzt muss ich gleich noch die Kolbenring ein bisschen ölen. Was ich an den Zylindern auch ganz geil finde, auch wenn es ein Nachbau ist. Wahrscheinlich ist es eh Big Bore, nur steht halt nicht Big Bore drauf. Wenn alles aus China kommt, dann passt es schon. was ich ganz geil finde, ist, dass das Ding einfach 4 oder beziehungsweise auch 6 Überströme hat. Einfach um den Kolben besser zu kühlen, bei den Drehzahlen, wo er hat. Ich habe mich dann doch für eine Schnitzelgeschichte entschieden. Bisschen dicker. Naja, insgeheim ist mir eigentlich die andere gerissen. Mit meiner gewaltvollen Hand. So, dann sieht schon mal besser aus. Bisschen Kupferpasche drauf. Jetzt kann ich auch schon die Glocke aufsetzen. Was sich auch noch empfiehlt, dass ihr die Kupplungsbeläge ein bisschen anraut, damit sie ein bisschen besser greifen. Damit ihr die Zündung eint, die CDI, wieder perfekt draufgesetzt bekommt, weil die auch so kleine Langlöcher hat, müsst ihr nur ungefähr eine 0,20 oder 0,25 Schieberlehre haben und dazwischen klemmen. Oder ihr nehmt ein Stück Papier und faltet es dreimal und klemmt es dann hier dazwischen. Dann müsst ihr das hier draufsetzen. Und wenn dann zwischen Polrad und dem Magneten hier das Papierstück liegt, dann müsst ihr festschrauben, also schön auf das Papierstück drücken, festschrauben und das Papierstück am Ende rausziehen. Dann ist die Zündung perfekt eingestellt. Ja, Motor endgültig eingebaut. Elektronik funktioniert. So, ohne Zündkerz. Schön klar. Ne? Aber ungefähr, dass man so, dass es etwas schwerer geht, wenn die Zündkerze drin ist. Und schon. Da ist nichts mehr anziehbar. Kleiner Fleck, Alter.